Bravo! Von Kindern hier. Es gibt Kinder, deren Mutter gestorben ist bei der Geburt. Am Geburtstag gestorben. Es gibt die zweite Gruppe, Mütter, die nicht stillen können. Also die nicht genug Milch haben. Oder gar keine Milch haben. Oder die Mütter, die krank sind. Krank, die können nicht stillen. Und die vierte Gruppe ist die Gruppe der unterernährten Kinder. Das sind Kinder, deren Mutter nicht stillen können. Sie haben Probleme. Und die zweite Gruppe. Große Problem, aber sie können einfach nicht krank, sie können nicht stillen. Nous sortons de la relève pour continuer les activités une fois quand nous ne sera pas là pour la pérennisation de ce suivi auprès des enfants. Ja, in verschiedenen Dörfern haben wir Crowd House gebildet, die sich darum kümmern, zu identifizieren, welche Kinder krank sind, welche Kinder vaterlos oder mutterlos sind. Und dann diese Frauen bringen die Kinder hierher zu uns und dann wir schicken die Kinder ins Krankenhaus um. Si ça nécessite des soins médicaux, on les dirige vers l'hôpital. Il y a des gens unterernährte oder kranke Kinder werden hier gebracht und die schicken dann ins Spital, ins Krankenhaus, damit sie betreut, medizinisch betreut. Tout à l'heure maintenant, vous allez voir ça à l'administration. Beispielsweise, am Anfang haben wir bemerkt, die Mutter geben den Kindern nur Brei aus Mais. Maisbrei, nur Mais drin. Wir haben gezeigt, wie man Mais und Soja mischen kann. Das ist schon besser für die Kinder. Ja. Wir haben gezeigt, wie die Mutter das machen können, damit die Kinder sich so gesünder fühlen. Cette base de soja que nous leur apprenons. Par exemple, la moutarde, les beignets, viele Rezepte aus Soja haben wir gezeigt. Wie man mit Soja Kuchen machen kann, wie man mit Soja die Soße, wie kommt Soja in die Soße rein, und damit es gut für die Kinder sein kann, das haben wir den Freunden. Damit die Mutter nicht frühzeitig schwanger wird. Frühzeitig schwanger wird, das stört auch die Gesundheit des Kindes. Ja, deswegen muss Kondom verwendet werden bei Geschlechtsverkehr. Zur Bekämpfung von AIDS. Ja. Weiß man nie. Die Mutter kann infiziert werden. Ja. Zur Bekämpfung von frühzeitiger Schwangerschaft.
oder effizient bekämpfen. Das wird gratis verteilt, diese kostenlos. Diese Kondoms werden kostenlos verteilt an die Mutter. Finanziert aus den mit der Unterstützung von Steinhagen und Böden. Das ist eine Schneiderei. Jetzt wird hier nicht mehr ausgebildet, oder? Ja, sie hatten zwei Azubis. Ja. Die sind fertig und die ist schon weg. Ja, aber wann kommen neue oder kommen gar keine neuen mehr? Das ist eine kleine Fabrik, finanziert von Steinhagen Komitee und Böden. Und das ist eine Fabrik, um Soja weiter zu verarbeiten, zum Grillen. Grillen von Soja und diese kleine Fabrik. Mitfinanziert von Steinhagen Komitee und Böden. Wenn die weißen Kinder kommen, in diese für mutterlose Babys, wenn die kommen, die wohnen hier. Da haben wir beispielsweise zwei Betten, also so sind die Zimmer also angerichtet. Und das ist immer die Finanzierung von Steinhagen Komitee und Würden. Und hier kommt dann meistens eine Begleitperson mit, oder? Immer Begleitperson. Also, die Schulung der Mütter, diese Tafel benutzt, und das ist zweisprachig, weil in der Region zwei Sprachen gibt, also zwei Dialekte. Das ist Fon, oben, und Yoruba, hier unten. Und hier haben wir beispielsweise die verschiedenen Früchte. Verschiedene Früchte hier. Ananas, Mangos, Aubergine. Das ist alles wichtig für die Gesundheit eines Kindes. Und wenn ein Kind
gut ernährt wird, so muss das Kind aussehen. So ist das Kind gesund. Wir haben hier dasselbe wie dort, aber mit dieser Reh können wir in die Dörfer gehen, um die Sensibilisierung zu machen. Ja. Das kann man mitnehmen. Ja. Das ist nicht zum das Mitnehmen. Ist gut. Ja. So. Da haben wir Früchte. Damit sie stark werden. Da sind wir die Foss, die Sieb, Mehl, der Banane, der Mais, der Rie. Das sind Speisen, um stark zu sein. Ja. Das ist ein Mann. Um groß zu werden. Groß zu werden. Fleisch. Fisch, Eiweiße, Viam, Regenwurm, ja, Milch. da haben wir Früchte, damit sie beschützt werden. Papaya. Ja. Protektion. Ja, gut zu verstehen. Gut zu verstehen. Ja, das ist gut. Avocado. Tomato, Karot, Möhren. Es gibt eine Gruppe, die von der UNG betreut wird. Also die Mutter dieser Drillinge war Mitglied dieser Gruppe und ist gestorben bei der Geburt der drei Kinder. Zu dieser Zeit gab es nicht viele Zentren, also Entbindungsheime gibt es nicht viel. Mhm. Und sie hat also die Kinder zu Hause geboren. Ist gestorben. Diese Kinder sind heutzutage 18 Jahre alt. Als sie gekommen sind und so unter Gewicht, hatte ich Angst. Ja. Ich hatte Angst, dass sie sterben. Und ich habe sie zu den Priestern gebracht. Und die Priester haben gesagt, nein, diese Kinder konnten nicht überleben. Ja. Aber ich hatte keine andere Wahl, als mit den Kindern zu mir zu Hause zu kommen. So habe ich meinen Mut, also diese 22 Kinder hier, die haben alle ihre Unterlagen hier. Und hallo, Sonja. Und jedes Blatt, jedes Blatt erklärt die Situation von jedes von jedem Kind. Ja. Von Geburt. Comment situation sociale, situation scolaire, Geburt, also Schule, wie es das Kind in die zur Schule geht, soziale Lage des Kindes und so weiter, wie alles, das Blatt erklärt alles über jedes Kind. Cette fiche, c'est pour les 22 enfants boursiers. Das ist wie die 22 Stipendiaten. Ja.